Hallo, heute zeige ich euch, wie man in Revit ein Geländemodell erstellt und den Geländevolumenkörper nutzt, der in der 2024er Version eingeführt wurde. Bis zur Version 2023 gab es dafür den Befehl Topographie, mit einigen Unterschieden zur aktuellen Methode. Wir beginnen damit, ein Gelände zu diesem Modell zu erstellen. Auf dieser Seite soll es ebenerdig verlaufen. Hier wollen wir eine Böschung haben. Gegenüber soll die Böschung etwas steiler sein. Und auf der vierten Seite soll das Gelände weiter ansteigen, aber unterhalb der Fenster verlaufen. Diese Fenster haben eine Brüstungshöhe von 1,75 Meter. Um die Höhen besser im Blick zu haben, bemaßen wir ein paar Punkte im Lageplan. Dazu blende ich das Dach temporär aus und platziere Punktkoordinaten. Im Eingangsbereich haben wir die Höhe 4 cm und die Terrasse liegt auf einer Höhe von 10 cm. Die Stützmauer beginnt bei 22 cm und hat hier eine Höhe von 70 cm. Der Lichtschacht, oder genauer gesagt die Oberkante der drei Wände, ist auf 1,54 Meter. Diese Werte dienen uns als Orientierung. Beginnen wir mit dem Geländemodell. Wir finden die erforderlichen Werkzeuge im Register Körpermodell und Grundstück. Falls dieses Register fehlt, fügt man es hinzu über Datei, Optionen, Benutzeroberfläche. Okay, Geländemodell aus Skizze erstellen. Ich zeichne mit einem Rechteck oder mit Skizzierwerkzeugen einen Umriss von dem Gelände, kann dann fertigstellen mit dem grünen Haken. Die Warnung bezieht sich auf Kollisionen zwischen Gebäudeteilen und Gelände, aber das ignorieren wir vorerst. Nun möchte ich die Höhen des quaderförmigen Geländemodells verändern. Ich wechsle wieder in den Lageplan, wähle das Geländemodell aus und verwende den Befehl Punkt hinzufügen. Achte darauf, dass hier die Höhe 0 steht, absolut, Basishöhe, aktuelle Ebene. Die ersten Punkte auf Höhe 0 setze ich an dieser Kante entlang, wie auf einer Perlenkette aufgereiht und rund um den Eingangsbereich. Ich setze auch noch ein paar Punkte bis zum Rand. Vor der Terrassenkante gehe ich etwas höher, sagen wir auf 6 cm, damit der Höhenunterschied zu der Terrasse nicht zu groß wird. Die Meldung hervorgehobenes Geländemodell und Geschoss überlappen ignorieren wir auch vorerst. Darum kümmern wir uns später. An diesen Wänden platziere ich Punkte auf einer Höhe von 1,50 Meter, also leicht unterhalb der Oberkante der Wände. Ich werde jetzt auch noch hier am Rand eine Reihe von Punkten setzen und gehe dann an der Wand entlang, um das Gelände in diesem Bereich auf eine Höhe von 1,50 Meter zu bringen. Hier wird die Böschung deutlich steiler sein als auf der anderen Seite, weil der Abstand geringer ist zwischen 0 und 1,50 Meter Höhe. Ich kann die Böschung auch etwas flacher machen, indem ich den Abstand vergrößere. Möglicherweise sind während dieser Prozedur die Bauteile im Bildstil Drahtmodell besser zu erkennen. Also einfach bei Bedarf den Bildstil wechseln. Im 3D-Modell sehen wir die Übergänge zum Eingangsbereich oder zur Terrasse, den Lichtschacht und die unterschiedlich steilen Böschungen. Es fällt auf, dass das Gelände in das Gebäude reingeht. Darum werden wir uns gleich noch kümmern. Betrachten wir die Höhenlinien etwas genauer. Gehen wir nochmal zurück in den Lageplan. Ich beschrifte die Höhenlinien, ziehe dabei eine Linie und alle Höhenlinien, die ich dabei schneide, werden beschriftet.
Die Höhenlinien bei 0,5 und 1 Meter wurden interpoliert, aber hier sind keine Punkte gesetzt worden. Daher kommt die Zickzackform. Gelände anklicken, Punkt hinzufügen. Dann sehen wir die Punkte, die ich gesetzt habe. Nun kann man weitere Punkte auf der Höhe 0,5 oder 1 Meter hinzufügen. Das glättet die Linien und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Ich benutze die 25er Version. In der 24er Version sieht man die Linien im Bearbeitungsmodus leider noch nicht. Auch hier in der 3D-Darstellung sehen wir die geglätteten Höhenlinien. Im nächsten Schritt geht es darum, das Gelände aus dem Gebäude herauszunehmen. Ich schneide jetzt mal auf, damit wir das deutlicher sehen können. 3D-Schnittbereich, reinziehen und wir sehen, das Gelände läuft mitten durchs Gebäude. Um das zu verhindern, erstellen wir einen Abzugskörper. Ich zeige euch, wie das mit einem Projektkörper funktioniert. Unter Körpermodell und Grundstück sollte der Button Körper anzeigen eingeschaltet sein. Dann kann ich einen Projektkörper erstellen, Name eingeben, wie etwa Abzugskörper, in den Grundriss Ebene 0 wechseln. Auch hier kann es helfen, wenn wir den Bildstil Drahtmodell aktivieren und mit Linie den Umriss der Außenwände nachzeichnen. Genau an der Kante der Außenwand entlang. Um etwas abzukürzen, schließe ich die Terrasse mit ein und dann wieder zum Startpunkt. Befehl ändern, um in den Auswahlmodus zu kommen und die gesamte Kontur einmal auswählen. Form erstellen, Abzugskörper. Der Abzugskörper kann an den Oberflächen über dieses Manipulationswerkzeug, das üblicherweise Gizmo genannt wird, in seiner Größe verändert werden. Um die Höhe an der Unterseite des Abzugskörpers zu verändern, wechsle ich in den Schnitt und wähle die untere Oberfläche. Nun kann ich mit dem Gizmo den blauen Z-Achsenvektor an die Unterkante der Geschossdecke ziehen. Jetzt ein wichtiger Punkt, Befehl Schnitt, um von dem Gelände diesen Abzugskörper abzuziehen. Befehl aufrufen, dann das Gelände wählen und dann den Abzugskörper. Den Bearbeitungsmodus verlassen. Diese Meldung spielt keine Rolle, da wir den Projektkörper nur für einen Abzugskörper nutzen. Kontrollieren wir das Ergebnis in einem 3D-Schnitt. Wir können den Abzugskörper nachträglich bearbeiten, um die Größe zu verändern. Auch wenn man weiteres Volumen abziehen will, können wir den vorhandenen Abzugskörper bearbeiten. Die Auswahl des Abzugskörpers kann mit Hilfe der Tab-Taste erfolgen, wenn der Mauszeiger an einer geeigneten Stelle positioniert ist. Dabei sollte man auf die Statuszeile achten und im richtigen Moment klicken. Nun kann ich auf Projektelement bearbeiten klicken. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, den Abzugskörper im Projektbrowser zu wählen. Dazu gebe ich den Namen Abzugskörper in die Suchmaske ein und wähle im Kontextmenü den Befehl Alle Exemplare wählen im ganzen Projekt. Anschließend kann ich auf Projektelement bearbeiten gehen. Im Bearbeitungsmodus kann der vorhandene Abzugskörper an den Flächen, Kanten oder Punkten verändert werden, wie schon gesehen mit dem Gizmo oder auch mit Maßen. Wir können aber auch einen weiteren Abzugskörper erstellen. Ich beginne wieder mit einer 2D-Kontur, in diesem Fall mit einem Rechteck, die Wände des Lichtschachts abgreifen. Und nun kann man direkt auf Form erstellen, Abzugskörperform klicken. Dann in einen passenden Schnitt wechseln und die Ausdehnung in Z-Richtung mit dem Gizmo anpassen. Befehl Schnitt nicht vergessen und schließlich den Bearbeitungsmodus verlassen.
Diese Stützmauer und die Fundamente möchte ich ebenfalls vom Gelände abziehen. Befehl Schnitt. Zuerst das Gelände anklicken und dann die Wand. Wenn wir die Wand im Schnitt betrachten und die Neigung verändern, sehen wir, wie das Gelände sich anpasst. Die Fundamente lassen sich leichter abziehen, wenn wir alles andere ausblenden. Alles markieren, Filter aufrufen, keine markieren, Haken bei Fundamente und Geländemodell einschalten und Filter mit OK schließen. Nun mit der Brille die gewählten Elemente isolieren. Anschließend den Befehl Schnitt aufrufen und die Option Mehrfachschnitt aktivieren, das Gelände wählen und dann die Fundamente der Reihe nach anklicken. Über die Brille die Ausblendung zurücksetzen. Auch diese Eingangsplatte kann vom Gelände abgezogen werden. Und diese Unsauberkeit des Geländes werde ich über eine Punktverschiebung korrigieren. Aber dafür gehe ich in den Lageplan. Gelände wählen und Unterelemente ändern. Ich verschiebe diesen Punkt etwas zum Gebäude hin und dann verschwindet diese störende Kante. Schauen wir uns noch die Bearbeitungsmethode Unterelemente ändern an. Nach dem Anklicken des Geländemodells finden wir hier den Befehl Unterelemente ändern. Man kann Punkte oder Kanten anklicken und die Höhe verändern. In der 3D-Ansicht kann man auch an den Griffen ziehen oder die Höhe eingeben. Schneiden wir noch einmal auf, um das Innere des Gebäudes zu kontrollieren. Wir sehen, wo die Abzugskörper das Gelände abgeschnitten haben. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.